HTTP-Py, das ist ähnlich wie das populäre Kommandozeile-Tool Curl, nur viel, viel schöner. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also, ich kann jetzt einfach von der Kommandozeile HTTP Aufruf starten mit HTTP und ich gebe die URL an. Was ich zurückbekomme, das ist aufbereitet, schön grafisch oder bunt. Und ich sehe das hier oben zum Beispiel. Ich kriege als Antworten 200 OK. Ich kriege die Header-Felder von der Response und hier unten den Body. Und der Body, der wurde formatiert schön und auch farbig kenntlich gemacht. HTTP Py kennt JSON und unterstützt uns optimal bei JSON. Das möchte ich nochmal ein Beispiel zeigen. Jetzt möchte ich einen Post ausführen und eine neue Frucht in diesem API anlegen. Als Basis nehme ich diesen Aufruf, ändere den nur leicht ab. Ich schicke den Aufruf an die Container-URL, also einfach an Products. Verwende die Post-Methode. Und damit das Ganze besser aussieht, schreibe ich es in mehrere Zeilen. Ich kann einfach diese Kommandozeile aufbrechen in mehrere Zeilen mit dem Backslash. Ich hoffe für die Windows-User, dass es dort auch funktioniert. Ansonsten schreibt es einfach in eine Zeile. Oder schreibt mal in die Kommentare, ob es unter Windows auch funktioniert. So, und jetzt müsste ich normalerweise JSON schreiben mit Klammern und so weiter. Und das ist von der Kommandozeile nicht ganz so nett. Immer noch besser als XML, aber es geht mit HTTP Py wesentlich schöner. Ich kann jetzt einfach zum Beispiel für die Kategorie hier Category schreiben und ein Ist-Gleich brauche ich hier, das ist das Richtige, Fruit oder Fruits und nächste Zeile Name und ich brauche keine geschweiften Klammern. Was nehme ich da? Ich nehme mal Satsuma, das dürfte es noch nicht geben, das muss ja irgendwie Mandarine sein. Und ja, was gebe man noch an? Natürlich einen Preis. Heute gibt es das günstig. 77 Cent. Und wir brauchen noch einen Verkäufer. Und dann nehme ich auch diesen hier, 672. Ich schicke das ab gegen meine API und sehe, aha, 201 created. Es wurde eine neue Ressource angelegt. Und hier unten kriege ich in der Antwort eine Repräsentation dieser neuen Ressource. Die kann ich jetzt natürlich auch abfragen. Ich gucke mal, das ist die 102 gewesen. 102 und ich klicke die neue Frucht zurück. Ja, probiert mal aus den HTTP Py. Ich zeige euch gleich mal, wo ihr den findet. Und falls ihr dieses API ausprobieren möchtet, das ist bei uns eine Art Showcase API. Ihr könnt die einfach verwenden. Ihr könnt neue Ressourcen anlegen. Ihr könnt ändern. Wir überschreiben das immer wieder. Das ist also so richtig zum Ausprobieren. Also schaut euch mal das Ganze an. api.predicate.de. So, hier bekommt ihr den HTTP Py. Einfach hier auf GitHub suchen oder googelt einfach nach HTTP Py, Py wie der Kuchen. Dann solltet ihr hier drauf kommen auf die Seite und hier unten findet ihr auch eine ausführliche Dokumentation. Lest euch die unbedingt mal durch. Dort findet ihr ganz wertvolle Hinweise, wie man komfortable Funktionen nutzen kann, beispielsweise wie ich HTTP-Header angeben kann, ganz, ganz einfach. Wie ich Query-Parameter angeben kann. Also das erspart euch wirklich viel Arbeit und ihr werdet zukünftig garantiert nicht mehr Curl verwenden, sondern HTTP Py. Wenn ihr einen anderen Kommandozeilen-Client noch kennt für HTTP, schreibt ihn einfach in die Kommentare, was benutzt ihr so. Postman haben wir hier schon behandelt, HTTP Py sehen wir hier und einer habe ich noch in Reserve, HTTP Prompt, den stelle ich euch ein anderes Mal vor.